Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Jurassic World The Game, was mich jetzt gerade schon wieder so ein bisschen stört. Jetzt muss ich schon wieder damit anfangen, was mich stört, ey. Wahnsinn, ich weiß, ihr hört es nicht gerne, aber irgendwie muss ich dann doch immer so ein bisschen mich auslassen, also ein bisschen alles rauslassen. Gerade irgendwie, jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen am quasi vorproduzieren. Also eigentlich wollte ich das nicht machen, aber ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ihr, also klar, die letzte Game-Folge schon, wie ihr darauf reagiert habt, aber wie Alive ankam und bla, und jetzt bin ich direkt wieder bei The Game und ach Gott, Wahnsinn. Aber jetzt zum Tollen erstmal, wir lagen richtig, Sinoceratops kommt, das ist schon mal eine schöne Sache, ich freue mich darauf. Klar, nur eine Turnierkreatur, aber neue Kreaturen finde ich immer schön. Ich freue mich auf sein Design, ich muss bis dahin mehr DNS und Pflanzen in dem Fall. Ich denke, so teuer wird er nicht sein. DNS-technisch sind wir da gut ausgedient, aber Futter brauchen wir auf alle Fälle noch ein bisschen was. Sehr, sehr sicher auf jeden Fall. Und genau, um was geht es sonst diese Folge? Ich weiß es tatsächlich gerade selber nicht. Was wollen wir die Folge machen? Was wollen wir die Folge machen? Ich habe gesagt, den Boss auf alle Fälle. Ich möchte die goldene Statue. Mit Turnier würde ich gar nicht mal reinschauen. Das mache ich dann schon selber. Also ich denke, das ist nicht so spannend. Über was ich rede, ist mir eigentlich eh. Das ist eh klar alles, weil ihr seid ja echt. Also einige wollen da wirklich das Video. Also sprich. Die Videos über die Klassen, dass ich da wirklich nochmal alle Viecher von jeder Klasse zeige. Mir wurde auch empfohlen, macht es doch über einen Stream, weil wird ja vielleicht lange dauern alles. Ich möchte es eigentlich schon gerne im Video haben, bin ich ehrlich. Dann habe ich einfach ein Video, wo ich drauf ich verweisen kann, von wegen alle Kreaturen so und dann zu allem so ein bisschen meine Meinung. Ich glaube, das ist ganz witzig. Wird safe lange dauern, keine Frage. Wir werden damit locker ein Video füllen, das ist eh klar. Also da werden keine Kämpfe mehr kommen. Ich weiß mal überlegen, kriegt man da überhaupt hybridtechnisch was hin, aber ich denke nicht. Das große Problem ist jetzt, dass ich meine stärksten Kreaturen nicht habe. Den machen wir mit so einer Sofortbergung. Den Indoraptor machen wir mit Dollarschein. Dudon machen wir mit einer Sofortbergung. So sieht's aus. Dann haben wir hier unsere Kreaturen. Wieso ich nicht den Amomater nehmen? Ja, ich spiele jetzt gegen den Pflanzenfresser, ne? Also, hier Dodo, ne? Also, damit ich die Statue kriege, muss ich ja letztendlich einfach hier mitmachen. Ne? Bin ich richtig? Ja, ne? War doch so. Gut, dann werden wir mal schauen, was wir hinkriegen. Hat Dodo tut schon immer so klein? Ich probiere jetzt mal eine Taktik aus. Also ganz kurz, war der schon immer echt so klein? War der nicht größer? So. Ich probiere jetzt mal eine Taktik aus. Ich werde jetzt in der ersten Runde, wie ihr gesehen habt, ihn sofort töten und dann mal nur saven. Ich will ja noch seinen Lone Damage Wert ausnutzen, auf jeden Fall. Hä, aber Leute, jetzt mal ganz kurz. Der war doch nicht immer schon so klein, oder? Vielleicht habe ich gerade echt irgendwie. Aber ihr habt das ja auch gerade an der Animation eigentlich gesehen. Die hat ja so über ihn gezeigt ins Freie. Ich bin ehrlich, ich finde den Change gar nicht mal so schlecht. Kleinerer Dodo-Tod geht auch. Er greift halt aktuell noch nicht an. Na, jetzt schon, mit allen sogar. Das ist mein Plan, dass er jetzt wirklich schon die Punkte wastet. Das ist schick. Das ist ganz nice. Dann können wir ihn jetzt nämlich wieder safe töten. Gehen noch auf Defense. Vielleicht greift er nächste Runde sofort an. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber wer weiß. Aber schaut doch. Ja, genau. Seht ihr die Animation? Das geht so nach oben. Also das haben sie doch neu gemacht mit der Größe, Leute. Also da ne, könnt ihr mich für blöd verkaufen, aber das war doch nicht immer schon so. Ich hoffe, ich bilde mir jetzt gerade echt nicht ein und bin hier so. Ich greife jetzt einfach mal an. Ich hoffe, ich bilde es mir echt nicht ein und letztendlich mache ich mich gerade zum Affen. Jetzt dann merkt man schon, wie so meine Unsicherheit in dem Game, wo ich eigentlich die meisten YouTube-Videos drüber gemacht habe. Eigentlich peinlich. 6 Punkte. Ja, aber jetzt hat er nichts mehr. Hat er 2 von gesetzt, jetzt hat er 2 gesaved. Ja. Eigentlich peinlich, aber keine Ahnung. Also, ich bin mir tatsächlich nicht sicher gerade, aber. Nee, der war nicht so klein. Ihr seht es doch auch in der Animation. Ich erinnere mich an keinen Boss, der klein war.
Ist eine witzige Sache auf alle Fälle. Dass es so klein ist. Gut. Ich save diesmal. Und gehe in Verteidigung. Ich will, dass er mich attackiert. Ich hätte noch fürs Gleiche gehen können, aber ich will, dass er mich attackiert. Ja, es ist mit dem Video, das machen wir auf jeden Fall dann so. Okay, einen Punkt hat er noch. Ja, und was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, mit der Statue. Also ich dürfte ja jetzt eigentlich einfach nur hier mitmachen. Und dann kriege ich ja eigentlich auch meine goldene Statue, ne? Das war ja letztes Mal so. Da habe ich das ja ein paar Mal jetzt leider verhauen, aber jetzt möchte ich doch mal wieder meine Statuen hier. Ein bisschen möchte ich ja noch mitkommen. Ein bisschen was möchte ich ja noch abhaben. Wisst ihr, was ich meine? Bekommen. Erhalten. Ja, machen wir jetzt. Jetzt gehe ich mal für die 2-Punkte-Strategie. Jetzt haben wir eh nicht mehr so viele Punkte. Ah, scheiße. Hat es diesmal nicht funktioniert? Krass. Krass. Viele haben sich auch letzte Folge beschwert, dass ich sehr viel über Arc geredet habe. Ja, tut mir leid. Habt ihr recht. Also, 1, 2 haben sie jetzt geschrieben. Nicht viele. Aber da haben sie schon recht. Das, und by the way, der hat mich jetzt nicht killen wollen. Das ist auch komisch. Er hätte mich gerade killen können. Aber hat es nicht gewollt. Aber er hat noch einen Punkt über. Er hatte ja noch einen Punkt mehr, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau. Komisch. Nee, also, da haben die auch absolut recht. Habe ich viel drüber gesprochen. Keine Frage. War nicht so gut von mir. Lag halt hauptsächlich auch daran, dass ich unbedingt quasi drüber reden wollte, was ich gerade vorhabe und ob das nicht cool wäre. Also ich wollte auch so quasi über The Game halt fragen, ob das vielen Leuten gefallen würde, auch wenn es, obwohl ich ein eigenes Video dazu machen sollte. Ich denke halt immer, dass über The Game die meisten Leute es erwischt oder meist drüber erfahren, aber eigentlich müsste ich ein eigenes Video machen. Eigentlich. Denn, genau, also bevor ich jetzt wieder zu krass ins Thema schweife, by the way, ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Fuck. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, sorry. Ich kann jetzt meine Ding hier nicht maximieren. Fuck, wie viele Punkte wir denn wohl eingesetzt haben? 2 fürs Töten, noch 1 für die Verteidigung. Aber ich habe ja eigentlich, warte mal, wie viel habe ich drauf? Ja, 2 Verteidigung. Hat er vielleicht noch einen Punkt über? Vielleicht habe ich jetzt richtig geraten. Er setzt gar keine Verteidigung. Das sehen wir gleich. Vielleicht täusche ich mich auch komplett und er hat einfach gar keine Punkte mehr. Er hatte gar keine Punkte mehr. Krass, habe ich mich komplett getäuscht. Aber besser so, dass ich nur mit einem extra rechne, als dass ich mit 2 extra rechne. Gut, das heißt, jetzt hat er gar nichts. Ich greife einfach weiter an. Wir gehen komplett rein, so mit der 2-Punkte-Strategie. Ja, passt. Genau, bevor ich jetzt zu weit wieder in Arc rein... Ja, überschweife quasi. Es ging letztendlich, oder... Ich kann verstehen, dass einige von euch auch so einen Community-Server wieder feiern würden. Fand ich auch cool. Hat mir echt Spaß gemacht, aufzusetzen. Jetzt hat nichts gesetzt. Wir gehen nochmal aufs Gleiche. Hat mir Spaß gemacht, zum Aufsetzen, tatsächlich. Vor allem dieser Blaze Dino Server. Aber ohne, dass ich aktiv war, haben da ja doch nicht so viele dann drauf gespielt. Und fand ich, hat es nicht so krass gelohnt. Das soll sie aktuell wirklich nur darum... Da, ich spiele privat gerade ganz gern. Ich finde es ganz cool, einfach so... mal wieder zu spielen, macht mir einfach Spaß, unglaublich viel Spaß so und jetzt hat er doch mal ein paar Punkte gesetzt, war irgendwie klar. Nee, also es hat einfach mal wieder gut getan, in der Freizeit viel mit Leuten zu machen. Ich spiele das ja auch mit meinen Freunden und okay, er hat wirklich 2 eingesetzt. Ich glaub trotzdem, dass er nicht mehr setzt. Als ob. Er geht gerade komplett Defense. Holy shit. Schwachsinn. Er hat ja gar nichts gesetzt. Das war ich. Er ist gesaved. Krass. Hä? Wir wissen doch perfekt, was er macht. Also. Hatten wir das nicht schon mal? Dass man quasi nichts machen konnte, weil er letztendlich die ganze Zeit auf Defense geht? Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ziemlich sicher hatten wir das schon mal. Ja, ist halt die Frage, was kann man da jetzt machen? Einfach mehr attacken, aber... Ja, komm. Gut. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, was hätten wir denn sonst tun sollen.
Jetzt setzt er alle 8. Krass. Oh, what the fuck? Ich hab, man hat ja nichts gesehen, oder? Das war jetzt auch zu schnell. Ich habe ja den schnellen Mode drin, aber man hat ja wirklich absolut nichts gesehen. Er kann uns nicht töten. Einfach für Ding gehen. Passt schon. Ja, also... Wie gesagt, diesmal wirklich einfach nur Gameplay quasi, wie wir hier PvE-mäßig auf Bosse grinden. Beziehungsweise ich halt hauptsächlich in den Streams. Das macht einfach Spaß. Das macht halt einfach echt Spaß. Schöne Abwechslung einfach, würde ich behaupten. Ja, gut, aber was machen wir jetzt hier, ist die Frage. Ich gehe nochmal einfach mit 4 in Safe. Könnte ein riesiger Fehler jetzt sein, aber mal schauen. Wir schaffen es auf jeden Fall gerade sehr weit, also hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel Zeit in den Boss investieren. Ja, der Safe größer. Ist auch eine coole Änderung, muss ich sagen. Einfach auf Dodo-Größe geschrumpft. Aua, als ob. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er da tatsächlich für 5 Punkte Attack geht. Wir hätten es sonst noch länger geschafft, wäre ich auf Verteidigung gegangen. Ja, es ist trotzdem okay. Und wir haben unseren Anteil geleistet. Das heißt, wir sollten ja jetzt dann eigentlich die Statue freispielen, genau. Ja, wie gesagt, ich bin weiterhin der Meinung, man sollte hier die ganzen Achievements, die man jetzt quasi... Wisst ihr, dass diese 150.000 Schaden jetzt komplett da eingerechnet werden, finde ich, wäre gut. Weil ich hätte jetzt eigentlich nur 500 Schaden machen dürfen, damit ich das erste Achievement kriege. Dann quasi Kampf neu starten. Das Spiel zwingt einen dazu, dass man echt erstmal schwach reinsetzt und so mega langsam sich voranspielt. Finde ich ein bisschen blöd. Haben wir echt wahnsinnig viel DNS zum Kriegen, zu bekommen. Da muss ich auch mal gucken, wie weit wir überhaupt wieder sind. Ich glaube, bald sind wir beim Interruptor Level 40. Da habe ich auch auf jeden Fall gesagt, also beim Gentoo Level 40. Da habe ich auch auf jeden Fall, habe ich ja auch gesagt, bevor ich irgendwie, wisst ihr, in die Richtung was mache mit Saurier vorstellen, will ich den erstmal für Level 40 haben. Gut. Ach, mich ärgert es, dass ich gerade wirklich nicht mehr. Ah, fuck, das war doch eine andere Gyrus hier. Ja, aber Ding-Event, so krasses Black Friday-Event oder Halloween-Event gab es jetzt nicht, ne? Also Halloween ist eh schon wieder länger her, aber Black Friday jetzt vor allem. Generell Black Friday, ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Da könnt ihr auch gerne mal schreiben. Habt ihr irgendwas gekauft, irgendein krasses Angebot? Oder habt ihr euch überhaupt nicht drum gekümmert? Ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt für Online-Kämpfe. Ich bin mir gar echt nicht sicher, was wir machen sollen. Und ich glaube, Online-Kämpfe ist da jetzt einfach die beste Wahl. Da könnt ihr mir ja gerne schreiben, was ihr da so, sag ich jetzt mal, ob ihr da was gefunden habt. Weil ich bin ehrlich, ich bin tatsächlich dieses Jahr von Black Friday, obwohl ich habe mich eh nie so krass mit Black Friday befasst. Ich fand es nie so, ja, ich war nie so der Typ, der da komplett fürs Sparen gegangen ist, bin ich ehrlich. Ich habe manchmal einfach mal gekauft und gedacht, jetzt habe ich es mir erspart, habe es gekauft, passt, wisst ihr, was ich meine? Aber ich habe mir da nie so krass dafür gegangen. Wir nehmen jetzt mal das Team von Gogi Root. Das ist der Spinotasuchus, den haben wir sau selten gesehen, ey. Echt cool. Spinotasuchus. Also ich habe halt letztendlich da, zack. Und auch mal gucken, dass wir irgendwann für den mal wieder DNS kriegen. Achso, halt, warte mal. An Dominus Rex. Da. Ja, also auf alle Fälle, was ich meinte ist, ich habe da nie so auf krasse Angebote geachtet. Dieses Jahr habe ich es jetzt mal ein bisschen, weil ich... Ah, fuck. Beinahe wäre ich falsch. Gentoo. Der ist Gentoo im Dominus. Und der Baryonyx. Ich habe da halt nie so krass drauf geachtet, wie gesagt. Aber dieses Jahr habe ich mal ein bisschen so durchgestöbert, aber ich war echt ziemlich enttäuscht. Also vor allem, was ich so krass fand, ein bisschen bei Amazon, um es jetzt mal, ne, direkt mit Beispiel zu nennen, da war halt, ja, eine relativ schnelle Festplatte, die man direkt in den PC quasi einbaut. Während der, weil die haben ja davor noch so Cyber Week gehabt quasi, dass es schon mal eine Woche lang günstiger war. Die war während der Zeit echt ziemlich günstig, 60% reduziert, holy shit, krasse Reduzierung halt. Aber dann zu Black Friday wird das Ding einfach teurer, weil es halt zu viel gekauft haben. Das fand ich halt so, dass da geht so ein bisschen der Charme von Black Friday verloren bei uns im Markt. Wisst ihr, was ich meine? Weil nur weil es jetzt viele kaufen, wird es gleich teurer. Das ist so dieses typische Amazon-Konzept. Aber daher sollte man doch in dem Fall, weil es Black Friday ist, eher andersrum arbeiten. Weil ich habe extra auf Black Friday gewartet. Ich war echt am Überlegen, ob ich mir das hole. Aber jetzt, ich habe nicht unbedingt eine SSD gebraucht, eine gute Festplatte halt. Aber es ging halt darum... Man hätte ja mal dafür gehen können, wisst ihr, was ich meine? So, wir saven hier auf jeden Fall nochmal. War echt weird in dem Moment. Also hat mich ein bisschen enttäuscht irgendwo, wo ich nie so der Black Friday Freak war. Gut, bei dem Team, wir haben, ja, Kolasaurus im Gegnerteam. Das ist ein bisschen blöd, weil wir ja 3 Fleischwasser haben. Und das Spinosaurus ist nicht so wahnsinnig. Ja gut, einen Punkt hat er noch. Der ist eh nicht so Hammer, von dem her
Ist es okay? Einen Punkt hat er noch. Ja, wir müssen ihn jetzt definitiv töten. Was ich auch noch sagen wollte, vielleicht habt ihr es gemerkt, ich hatte jetzt ein bisschen mehr Spaß an Thumbnails machen. Ich meine, die sind jetzt nicht wahnsinnig. Also, bei Thumbnails bin ich weiterhin... Ich habe nicht die richtigen Programme auch dafür. Ich bin überhaupt nicht heftig, was das angeht. Aber ich habe mir ein bisschen mehr Mühe mal gegeben bei den letzten. Ich fand es immer schwierig. Ich finde es generell schwierig, im Thumbnail quasi alles zu präsentieren, was vorkommt in der Folge. Ich möchte eigentlich immer alles so grob zeigen, aber eigentlich sollte ich mich um einen Punkt, das ist ja um eine Sache kümmern, die sollte ich nur im Thumbnail zeigen. By the way, er hat jetzt gewechselt. Das heißt, er hat noch 3 Punkte. Ah, meint ihr, er hat alle 3 Punkte auf Verteidigung? Ich kann es mir nicht vorstellen. Oh, gut, gut, das wäre nicht für. Wir haben nur 2 extra. Ist okay, jetzt ist er die Amphibie weg, das ist eh top. Also jetzt ohne sagen zu wollen, oh, schaut mal her, wie krass ist die. Überhaupt nicht, also heftig sind die nicht. Aber ihr habt ja auch geschrieben, die letzten Thumbnails haben euch gefallen. Und ich denke mal, dass das so die richtige Richtung ist. Ich hatte jetzt auch ein bisschen mehr Zeit für Thumbnails tatsächlich. Also eigentlich habe ich schon so irgendwo Zeit, aber ich investiere sie gerade ein bisschen anders als nur in YouTube. Ich hoffe, das ist für euch verständlich oder okay, dass ich jetzt ein bisschen Abwechslung nochmal haben wollte. Aber mir macht YouTube immer noch Spaß, so ist es nicht. Also einfach nur, ich wollte jetzt auch wieder mehr mit meinen Freunden machen. Vor allem während des Lockdowns ist es schwierig, finde ich. Aber ja, das ist alles so eine Sache. Und da ist mir halt eben auch aufgefallen, dass ich das vielleicht nochmal erwähnen sollte mit den Farmten, ist wie gesagt. Dass ich da jetzt ein bisschen mehr Spaß dran hatte, soll, also dass das ja eigentlich so kontrastmäßig weird ist, dass ich immer sage, keine Zeit für Videos und bla. Aber dann gebe ich mir für die Thumbnails mehr Mühe als früher, so wisst ihr, was ich meine? Naja, mir hat es einfach ein bisschen mehr Spaß gemacht jetzt, in letzter Zeit, vor allem. Ich hoffe, ist verständlich. Ja, machen wir noch einen PvP-Kampf. Schauen wir mal. Diesmal haben mehrere ein Team geschickt. Letztes Mal hatte ich nicht so viel Auswahl. Ich lese auch immer wieder Fragen, sorry, dass ich jetzt nicht beantworten konnte. Ein paar davon habe ich schon mal irgendwann beantwortet. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werde ich wieder ein bisschen mehr Fragen beantworten. Das ist jetzt ein bisschen, ja, untergegangen. Ich muss ein Team suchen, was wir noch nicht jetzt hatten. Ah, da, das geht. Perfekt. Von Linda Dunke. Wir nehmen den Indominus Rex. Da ist er. Metoposaurus. Na, nicht Presto. Metopo. Nicht immer der Mestopo. Prestosuchus, krass, Wahnsinn. Salmonodon, ja, war ein Flugsaurier, hatte ich richtig im Kopf. Oh, er ist auch mit Abstand die stärkste Kreatur aus dem Team, holy shit. Dann, ja, müssen wir mal hoffen. Ja, gut, dass 2 Endoraptoren Gen 2 dabei waren, war irgendwie klar. Irgendwie war das klar. Aber müssen wir durch. Der Indominus ist sogar stark, der Sukuryptos ist in der Theorie auch, Metapo, entschuldige. Der Metapo ist in der Theorie auch stark, vor allem gegen Indoraptor Gen 2. Wir dürfen nur nicht Metapo gegen Sukuryptos haben. Ich würde sagen, ich bleibe mit Indominus drin, da ist alles neutral, damit saven wir, passt. Soll ich ihn direkt opfern, ist die Frage. Ist es wert? Wir haben im Metapo schon mehr Attack, ja, das ist, glaube ich, fast, ist sogar fast wert, dass wir ihn jetzt wieder opfern. Das ist so meine übliche Herangehensweise, wie ihr wisst, ja. Ich habe es eigentlich zu Beginn auch gar nicht jetzt fertig gebracht. Wieso mich das stört, dass ich so wieder nicht, sage ich jetzt mal, aktiv live bin, so mit den Videos, weil ich habe ja eben gesagt, von wegen, ich will Arc bringen. Ganz kurz, ich habe gerade nicht aufgepasst. Scheiße, ich habe gerade nicht aufgepasst. Ich glaube, er hat alle eingesetzt. Fuck! Ich bin so blöd, Leute. Wieso passe ich nicht auf, Mann? Ich kann so schlagen. Oh mein Gott. Er wechselt. Und setzt nichts ein. Gut. Ich glaube nicht, dass er alle 3 Punkte auf Verteidigung hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das heißt, wir gehen für 4 hier. Der Indoraptor kann uns mit wie vielen Punkten killen? Mit 3 kann er uns killen. Okay. Oh mein Gott, er saved. Was für ein... Holy shit. Ich hätte mit allen 3... Selbst wenn ich mit allen 3... Der hätte uns jetzt sowieso gekillt. Fuck.
Fucking hell. Alter, ja, es geht alles komplett schief. Ich habe nicht aufgepasst und dadurch ist alles schief gegangen. Er hat Punkte zum Saven gehabt. Er hat generell viel mehr Punkte als ich und ich nicht. Scheiße, Mann. Ein Punkt hat er noch. Und ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Also, die beiden Indoraptoren sind einfach zu stark für uns. Die sind bei weitem zu stark für uns. What the fuck? Ey, das ist brutal. Der hat halt schon Schaden bekommen, Leute. Hey, ich kann das nicht schaffen. Ich muss hoffen, dass er mich attackiert. Keine Ahnung. Ich kann das gar nicht schaffen, fällt mir gerade auf. Eigentlich kann ich es nicht. Ich kann mich nur wiederholen. Weil es wird immer die Situation sein, dass er 4 Punkte hat. Und ich... Oh, er setzt halt nichts. Ja gut. Jetzt kann ich nochmal hoffen, dass er alles auf Verteidigung setzt. Aber nee. Okay, es ist ein Savey Gegner. Alles am Saven. Krass. Okay. Da hab ich gerade selber ein bisschen verkackt. Das war nicht so gut. Das war gar nicht gut, ey. Bam, der Sprung. Verdammt, ey, dass ich da so reingetrollt habe, ey. Mein Gott. Das hätte ich echt haben können. Ja, sorry, Leute, das war jetzt gerade von mir, dass ich da... Habe ich gerade nicht aufgepasst, wisst ihr, ich habe auf seinem Bildschirm die Kommentare. Ich bin immer so Multitasking, was ich ja nicht was ich nicht kann. Oh Gott. Oh, das war gerade echt schrecklich. Oh mein Gott. Fehler passieren leider immer. Aber das war ja ein dummer Fehler, der mir ja schon zu Genüge passiert ist in der Vergangenheit. Aber wirklich. Ja gut, Plan ist, Sinoceratops-Turnier, sage ich jetzt mal, mitmachen. Dann den guten Kollegen anschauen, hochleveln. Fleisch währenddessen holen. Ich möchte eigentlich live bleiben, aus dem Grund, vor allem, weil ich ja das jetzt mit den Streams so gesagt habe, dass ich das jetzt einfach ganz cool finden würde, weil ich da einfach drauf Bock habe. Und dann finde ich es einfach schöner, wenn die Videos auch immer so abgeschlossen sind. Ich mag das dann nicht, wenn ich aufgrund meiner Streams sozusagen nicht hinterherkomme, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich will jetzt eben schauen, dass ich so mehres schaffe. Na gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, ist euch der Marcel. Ciao.